Hallo und schön, dass du da bist. Heute startet Ride the Dolomites 5, die erste Tour jetzt 2023. Ich bin sowas von gespannt, weil die Wartezeit seit Oktober war halt ein halbes Jahr. Und die Teilnehmer, 30 sind es diesmal, wir haben 51 Personen, die dabei sind. Also viele haben auch Beifahrerinnen oder Beifahrer mit dabei. Es wird also spannend, wettertechnisch. Ist es okay, es ist jetzt nicht Sonnenschein, aber es regnet nicht und das ist die Hauptsache. Und dieses Wolkenbehangene ist an sich, wenn man oben auf den Pässen ist, dann durchaus ein Garant für besonders dramatische Kulissen. Insofern muss das nicht schlecht sein, aber das sehen wir dann, wenn wir oben auf dem Pass sind. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video und ja, los geht's, Ride the Dolomites 5. Viel Spaß auch. Hallo. Jetzt sehe ich dich. Marcel, und? Sehr gut. Erster Pass, zweiter Pass hier eigentlich. Soweit gut? Der war gut, der erste war ja. Ja, der erste war so ein bisschen vorgeplänkelt. Ganz schön frisch hier. Dominik? Ja. Aber auch soweit gut bei dir alles? Sehr gut. Steffen, und? Erster größerer Pass, wie war's? Ja? Sehr schön, richtig Spaß. Ja, oder? War auch schön frei. Wir hatten verkehrstechnisch echt Glück. Bist du, ich weiß gar nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, ob du schon mal Pässe gefahren bist. Ich glaube, du hast gesagt nicht. Ne? Für mich ist das erste Mal, aber es macht super Spaß. Bist du was Ähnliches schon mal gefahren? Nee, irgendwie so? Gar nicht. Okay. Noch gar nicht. Ich bin zwar schon öfter schnell gefahren, aber so Pässe, das ist für mich zum ersten Mal und das ist echt klasse. Macht Spaß. Die Hippes? Ja, sehr erster schön Pass überstanden. Soweit zufrieden oder nicht? Daumen hoch oder Daumen runter? Nachdem wir jetzt aus dem Verkehr unten raus sind, sehr schön. Ja, oder? Schön frei und ein bisschen Baustellen halt, aber ist halt jetzt kurz nach dem Winter. Es gibt ja gut Kommentar, von daher kann man wunderbar fahren. Ja, freut mich riesig. Oh, was passiert? Motortausch nötig? Genau, einmal tauschen. Oh ja, ist rot. So, dein schwarz. Genau, der glüht schon. Der glüht. Ah, da kommt schon Gruppe 2. Da ist die Filmkonkurrenz, die schön eigene Aufnahmen macht. Das ist der erste richtige Pass jetzt, den wir gefahren sind. Und wir trinken Kaffee hier hinter uns in dem Bar Maria. Offensichtlich ein traditionsreiches Establishment. Hallihallo. Spaß gehabt? Oh ja, und wie? Cool. Was ihr jetzt hier hinter mir seht, sind erstmal wie sonst 20 Fahrzeuge. Die Gruppe 3 ist noch nicht angekommen. Aber es sind halt wahnsinnig viele Fahrzeuge und ist alles dabei, alle Farben, alle Motorisierungen und eben halt auch zwei C8 Corvettes. Und jetzt werden wir hier Kaffee trinken und dann geht's weiter. Und Michi startet gerade seine Drohne. Hallo! Ich fliege schon seit einigen Monaten nicht mehr, aber es sollte klappen. Deswegen bin ich hier am Filmen, weil ich hoffe auf den Crash. Ja. Und dann schön auf TikTok hochladen, so genau. Drohnenpilot-Massaker. Thank you.
schön, dass du da bist. Hallo, gleichfalls schön, dass du da bist. Was für ein Anblick. Wir sind jetzt am Nigerpass angekommen, am Fuß des Nigerpasses. Hier geht es dann gleich noch ein bisschen hoch, machen hier unsere Mittagspause. Und ich würde sagen, alle Teilnehmer sind jetzt so richtig drin. Und ich habe bisher auch ziemlich viel positives Feedback gehört. Auch von den einen oder anderen, die vielleicht ein bisschen skeptisch waren. Und die 10 neuen Teilnehmer sind, glaube ich, Teil der Gruppe geworden. Also mir fällt jetzt keiner auf, der nicht ins Gespräch gekommen ist mit den 20, die jetzt schon häufiger dabei waren. Wir haben ja 4 Piloten insgesamt die Top Gun-Status bekommen, die jetzt also zum 4. Mal dabei sind, also nur eine Tour bisher ausgelassen haben. Was ich gestern bei der Begrüßung abends mal so versucht habe, ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, ist, dass ich jetzt feststelle bei der 5. Tour nach 4 Jahren, dass es die Leute sind, die den Unterschied machen. Also ja, wir fahren Mustangs, 2 Corvettes sind auch dabei, aber das Auto ist am Ende gar nicht das Entscheidende, sondern die Leute, die Freundschaften, die entstanden sind, die Leute, die immer wieder hierher kommen wollen, weil sie halt mit den anderen zusammen hier ein paar Tage verbringen wollen und Spaß haben wollen. Das Fahren selbst gerät immer mehr in den Hintergrund und dafür kommen die Freundschaften und die Gespräche in den Vordergrund. Keine Ahnung, wie es so gekommen ist, warum das so ist, aber es ist einfach großartig und macht einen Riesenspaß. Und deswegen funktioniert das auch so gut, dass wenn da neue dabei sind, die relativ schnell von diesem Ride the Dolomites-Virus gepackt werden. Dafür an dieser Stelle auch nochmal an euch, liebe Teilnehmer, 51 Personen, an alle von euch, alle 51 Beifahrerinnen, Beifahrer und Fahrer, vielen, vielen Dank, weil ihr macht das Event zu dem, was es ist. Deswegen steht natürlich auch völlig außer Frage, dass es weitere Touren geben wird. Da müssen wir gar nicht drüber reden. So, und jetzt gehe ich natürlich mal mit euch die Reihen ab. Da steht meiner. Und daneben haben wir Mach 1. Und die anderen zähle ich jetzt gar nicht auf, weil es einfach so verdammt viele Fahrzeuge sind. Aber ich führe euch einmal durch, was hier so an Fahrzeugen steht. Ist ja auch das Schöne beim Mustang, dass es Farben ohne Ende gibt. Wie M&Ms hier stehen die Autos in diversen Farben. Interessanterweise in Gruppe 2 sind ziemlich viele graue Fahrzeuge. Ist dann lustig im Rückspiegel, wenn man da vorne sieht man es so ein bisschen, wenn die zusammenstehen, wenn man dann lauter graue Fahrzeuge hat. Also ich würde sagen bunt, aber es gibt eine monochrome Gruppe sozusagen, die ihr hier gerade seht. Hier sind noch ein paar. Der einzig weiße, den wir dabei haben und der auch wunderschön aussieht, den zeige ich euch jetzt mal. Aber ich muss echt sagen, ich bin da hinterher gefahren und finde den extrem stimmig, was die Optik angeht. Also in das Ding habe ich mich ein wenig verliebt, muss ich sagen. Also hier hinten mit der gecleanten Blende, dann sind hier die Sidemarker auch in weiß, was ich immer ein bisschen überflüssig finde, aber tatsächlich in diesem Fall ist es einfach nötig, weil es sieht verdammt geil aus. Und dann die wunderschönen OZ-Felgen in einer Kombination, was Einpresstiefe angeht, wirklich wie geleckt. Wahnsinn. Auch die Höhe ist perfekt. Also das, wenn es ein Pokal für das schönste Auto gäbe, ist es dieses Fahrzeug. Hier auch mit dem Kühlergrill RTR. Ja, und wenn wir dann einmal umschwenken, hier das Begleitfahrzeug, denn der Porsche ist auch Begleitfahrzeug, dann sehen wir 2 identische C8 Corvette in Corvette Stingray in Rot und haben noch mal ein bisschen eine andere Konfiguration mit Mittelmotor hinten. Erste Corvette mit Mittelmotor. Ziemlich beeindruckendes Ding. Sieht man auch nicht alle Tage. So, und dann hier hinten noch die letzten Fahrzeuge.
Entschuldigung. Ja, es geht super zügig voran. Oh, nein, ich lasse eine Lücke aufreißen, damit wir weniger bremsen. Weil sonst, wenn man hintereinander hängt mit mehreren Fahrzeugen, dann ist man die ganze Zeit immer am Bremser antippen, weil der vor einem ja auch wieder ein bisschen langsamer wird. Und so kann man einfach einmal bremsen, einlenken, zack, Gas geben. Ja, die ist super. Weil die erinnert mich ein bisschen an, was ich schon im Intro hatte, ne? Mit dem Jaguar F-Type. Und dann, man hört ihn kaum und dann, was sage ich dann? Was irgendwie so erst ganz leise anschleichen und dann so, ich bin da! Schön langsam schleichen. Wir sind da! Der klingt natürlich sehr viel krasser, ne, der Jaguar. Das war eh eine Zeit lang das lauteste Auto überhaupt, meine ich. Der F-Type SVT. Mikrofone am Limit. Alle da? Ja, alle da. Ja, alle da. Ja. Achtung, Inception. Da vorne auch hier. Alle haben aufgerüstet, was Kameratechnik angeht. Bald braucht man uns hier nicht mehr. Guck dir das an, als ob sie alle Waffen hätten. Also was wollt ihr mitteilen, damit wir auch Beweise Jahr haben? Bestellungsliste. Das heißt, ja. Der 3. Oktober nächstes Jahr ist ein Donnerstag. Das heißt, wir planen von Mittwoch bis Sonntag. Ach, die Planung für die nächste Tour steht schon fest. Genau. Oh, das ist Mittwoch, cool. Mittwoch, genau. 2024. Genau. Die Mitglieder sind schon gesammelt, ja. Alles steht bereit. Den Termin schon weiß und dann... Wir kommen dann. Was war das nochmal? Warte, aber ich habe es ja auf Video. Also heute in einem Jahr. Also für nächstes Jahr Oktober. Genau. Für nächstes Jahr Oktober. Ja. Moment. Ja. Also, dieses Jahr Oktober, nächstes Jahr Mai und nächstes Jahr Oktober. Ah. Ja, vielleicht machen wir auch eine Gruppe Grüntour, also mit 10 Fahrzeugen nur.
Ja, okay, habe ich mitgenommen, habe ich hier auch auf Video. Kann ich in meinem Video auch einbauen? Brauche ich das nicht erzählen? Aber, das Aber streichen wir aus seinem Wortschatz. Aber da muss jetzt einer oder eine von euch muss jetzt die Ankündigung machen, so richtig. Ride the Dolomites 6. Oh, guck mal, dann steht fest. 4. Oktober, Geburtstagsgeschenk. Tour, ja, aber dann müsst ihr dabei sein. Guck mal, Bernd, du bist mein Held. Bist wenn man du. So ein Auto hat. Was? Wahnsinn. Warum bin ich da hin? Ich was? Ja, aber hallo, du fährst da vorne hinterm Führungsfahrzeug her, so ohne Wenn und Aber. Echt klasse. Sehr gut. Also hat Spaß gemacht zuzugucken. Von zwei Fahrzeugen weiter hinten. Erst wenn man auf der Straße sich sieht, kann man ja einschätzen, wer fährt wie. Weil reden tun alle. Mit dem Automatikauto könnte ich so nicht fahren. Ja? Schalter, ne? Halt einfach geschaltet. Ja. Ich war doch in Marokko. Ja. Mit den großen Maschinen, die Harleys. Ich habe hier eine Road King, die wiegt 478 Kilo. Mhm. Die haben alle Probleme gehabt mit den kleineren durch den Sand. Ich bin mit dem Ding da durchgefahren. Du musst einfach nur wissen, wie. Du darfst halt nicht vom Gas runtergehen und nicht ständig Kupplung ziehen. Ja, du darfst beim Schalten ist kritisch. Dann sind wir Serpentine hochfahren. Ja. Die meinen alle, Harley, ja, 1800 Kubik, Hubraum ist Leistung. Aha. Aber die haben ja auch 6 Gänge. Ja. Mal den Berg hochfahren, mal in die dritte runterschalten und dann Schnur zu geben. Das haben die meisten nicht gemacht. Da war ich auch am Anfang ziemlich hin. Waren 10 Stück insgesamt, 12 sogar. Und das ist ja dann, lass mich mal mit vorne vor. Ne? Und dann bin ich mit dem Führungsfahrzeug auch hinten da. Da sagt er, du, für das, dass du kein Gewicht hast, diese schwere Maschine, du fährst das Ding, wie wenn es nichts wäre. Mhm. Also gut, ich fahre jetzt 45 Jahre Motorrad. Das ist halt hab die Erfahrung. Gesagt, Hubraum ist zwar Leistung, aber ich habe auch 6 Gänge. Da habe ich gesagt, genau das ist das Problem. Ja, das, wir hatten das gestern erst. Ne, das, ich habe manchmal das Gefühl, es fehlt so dieses, ein bisschen dieses mit geringer Leistung anzufangen. Ja. Ne, und auch hier Pässe fahren. Wenn man einmal mit 110 PS gefahren ist, dann weiß man, wie man Geschwindigkeit mitnimmt. Wenn ich ständig mit 4000 oder 4,5 Umdrehungen den Berg runterfahre, das Ding macht ja 7000. Was soll denn das? Das ist Schwachsinn. Klar. Ja. Benzinanzeige, hierher bin ich gefahren mit 9,5 Liter und jetzt habe ich 18 Liter. Jetzt eine 1 davor. Ja. Scheiße, bin ich Bettler oder was? Aber ich finde es super. Das Ding also deine Einstellung einfach, und auch deine Fahrweise ist du musst großartig. Das Ding einfach auch richtig ausnutzen. Ne? Ja, aber das ist es halt. Ne? Und das, was ich auch mal sagt, also dieses Thema Geschwindigkeit mitnehmen. Also wenn man den Anschluss verliert, dann sind es die Kurven. Zu geringe Geschwindigkeit. Und je mehr Leistung du hast, desto egaler ist es. Ne? Weil du einfach sagst, ja, Vollgas geben aus der Kurve macht dir eh Spaß. Ja. Und dann denkst du nicht drüber nach, ob du, wie du es schaffst, ein bisschen schneller durch die Kurve zu fahren und so ein bisschen ans Limit ranzutasten. Eine Strecke gewesen da, ne? Ja, also der Giro ist schon Ich bin ein paar Mal hin und weg. Ne? Ja. Aber so die letzten Kurven oben, wo dann der Schnee liegt, die unterschätzt man schnell, weil die sind dann so recht flach und dann sieht man nicht, wie es um die Kurve geht. Beim Rundfahren gibt es dann zwei, die sich auch zuziehen, wenn man rumfährt. Und dann merkt man auch erst, wie steil es ist, wenn man da bremst. Nee, doch, war klasse. Also, du machst eine fabelhafte Figur da vorne.
So, hier stand ich schon ein paar Mal, um ein Video zu drehen. Und jetzt zum ersten Mal haben wir hier Sturm, Regen und Schnee, alles auf einmal. Die Tour ist wieder vorbei. Ride the Dolomites 5 ist durch. Wir hatten heute einen extrem fahraktiven Tag, einen sehr schönen Tag, wie ich finde. Irgendwer hat es, Falk, glaube ich, hat es gesagt, wir hatten bei der ersten Kaffeepause schon mehr Kilometer, als wir gestern am ganzen Tag hatten. Also es war ein richtig, richtig langer Kilometer-Reißertag, aber es waren wunderschöne Pässe dabei. Wir hatten sehr gemischtes Wetter, von morgens Sonnenschein bis jetzt eben halt hier wirklich ganz schrecklichen Nebel, Sturm, was auch immer. Es ist eiskalt, die Linse ist auch nass. Mal sehen, ob ihr mich überhaupt hören und sehen könnt. Aber es war wie immer eine verdammt geile Reise mit euch. Und was bleibt zu sagen? Es war sehr ereignisreich und abwechslungsreich mit auch nicht ganz so schönen Seiten. Aber es ist wieder eine Hammer-Tour geworden. Und ich wurde den Teil mir auch schon angesprochen, wann die nächste Tour stattfindet. Bald, bald. Und wann sie genau stattfindet, das kündige ich euch noch an. Es steht im Moment durchaus die Option im Raum, im Oktober nochmal eine Tour zu machen. So oder so, in allen Fällen werden wir es unter der Woche machen und nicht mehr Donnerstag, Freitag, sondern ein bisschen früher in der Woche, weil dann einfach nochmal deutlich, deutlich, deutlich weniger Verkehr ist. Und ich glaube, dann wird die Tour auch nochmal sehr viel schöner. Ja, hiermit bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank an alle Teilnehmer, vielen Dank an alle diejenigen, die uns lange, lange, lange schon die Treue halten. Wir haben ja auch ein paar Top-Gun-Piloten dabei, die schon jetzt 4-mal hier dabei waren. Und das ist natürlich schon verdammt cool, muss man echt sagen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dirk, was ist das? Was ist das denn? Wow. Crazy. Wie cool ist das denn bitte? Guck mal her hier, Marcel. Ihr guckt ein bisschen skeptisch. Auf euch! Yay!